Ja, Julia Grimm, das waren sehr intensive Debatten heute hier im Parlament, weil das Schlagwort Migration auch heute hier schon zur Sprache gekommen ist. Auch mit Blick auf Ursula von der Leyen, denn die Kommissionspräsidentin war ja höchst selbst nach Tunesien gereist, um ein Abkommen mit Tunesien zu schließen, wo finanzielle Hilfen in Aussicht gestellt worden sind, bis zu 1 Milliarde Euro, um dann im Gegenzug auch zu gewährleisten, dass Tunesien auch die Rücknahme von Flüchtlingen zusichert. Das ist ein Abkommen, was sehr umstritten ist, was Ursula von der Leyen abgeschlossen hat und wo jetzt das Parlament viele Fragen hat, viele Nachfragen gestellt hat, sehr unzufrieden ist mit diesem ganzen Verfahren, dass die Kommissionspräsidentin das einfach abgeschlossen hat am Parlament vorbei. Und wir haben jetzt die Gelegenheit, auch das nochmal nachzubesprechen, denn das wirft natürlich ein Schlaglicht auf morgen, auf den großen Tag von Ursula von der Leyen. Aber heute ist hier bei mir für die Linken im Europaparlament Cornelia Ernst, zuständig für die Migrationsfragen für die deutschen Linken hier. Willkommen bei Phoenix. Hallo. Frau Ernst, Sie haben auch sehr scharf die Kommissionspräsidentin in der Debatte hier kritisiert. Was ist so falsch daran, auch mit den Staaten in Nordafrika darüber zu sprechen, wie man die Migration steuern kann? Ja, sprechen kann man ja, aber man kann ja nicht einfach Partnerschaften abschließen. Und da fahren drei runter, drei nette Kumpels, die Kommissionspräsidentin, dann ein Ministerpräsident, der gar keiner mehr ist, und dann eine faschistische Ministerpräsidentin. Und wir machen einen Deal aus und wir sollen das bezahlen. Also das ist etwas, was wir natürlich kritisieren. Das Parlament wird außen vor gelassen. Und es gehört zum Minimum, dass man bei einem so umfassenden Abkommen wenigstens mitreden kann und Ja oder Nein sagen kann. Das heißt, Ihnen geht es um die Verfahrensfragen, aber inhaltlich finden Sie das richtig, dass auch Frau von der Leyen die Migration steuert? Weil ich hatte das auch so verstanden, dass Sie eigentlich, finden Sie die ganze Reise überflüssig nach Tunesien? Ja, ich finde sie falsch, vor allem, weil man damit natürlich sich gewissermaßen einen Polizisten ausgesucht hat, der in Nordafrika dafür sorgen soll, dass möglichst kein Geflüchteter weiterkommt. Und das ist natürlich ein Skandal, das muss man ganz ehrlich sagen. Kein einziger Mensch kann Asyl beantragen in Tunesien. Da gibt es gar keine Verfahren. Also das heißt, damit wird das Recht, das individuelle Recht auf Asyl von vornherein, das wird gecancelt. Und so geht es nicht. Wenn man davon ausgeht, dass 105 Millionen Euro verkloppt werden sollen, einfach mal dafür, dass man an den Grenzen ein Türöffner und Schließer hat, nämlich Tunesien. Und ich denke, das sind Verträge und Abkommen, die nicht nur einer parlamentarischen Kontrolle bedürfen, sondern die gar nicht zustande kommen dürfen. Nun sagen Sie ja richtigerweise, Tunesien ist kein EU-Mitgliedsland. Allerdings gibt es dort eine Außengrenze zur EU zwischen Italien und Tunesien. Und es sind alleine in den letzten Monaten etwa 30.000 Geflüchtete aus Tunesien nach Italien gekommen per Boot. Das sind Zahlen der Vereinten Nationen. Das kann ja auch nicht sinnvoll sein, wenn die Menschen sich von dort mit dem Boot auf den Weg machen. Oder finden Sie das sozusagen Verfahren grundsätzlich in Ordnung? So, was würden Sie tun, um das vielleicht zu ändern? Fragen wir mal so rum. Ja, sichere Wege in die EU, das ist ganz klar. Ne? Also das ist ein Minimum. Das ist zerschlagen worden. Daran haben sowohl die Kommission als auch der Rat Schuld. Wir haben das immer wieder gefordert. Es gibt ganz viele Initiativberichte, wo wir das gefordert haben. Gibt es nicht. Und dann muss man checken, Asyl oder nicht Asyl. Und man muss auch überlegen, wie geht man beispielsweise mit Arbeitsmigration um. Das kann man ja machen. Auch dafür gibt es Verfahren, Möglichkeiten, das zu installieren. Aber so ein Abkommen zu schließen, wo man das Wort Asyl noch nicht mal drin hat, die reden nur von Migranten und Migranten, das geht natürlich überhaupt nicht. Nun wird ja parallel auch noch über diesen Pakt für Migration und Asyl verhandelt, wo es auch um Asylzentren an den EU-Außengrenzen geht. Ist das nicht eigentlich was, dass Frau von der Leyen da strategisch Vorarbeit leistet? Sie hat ja selber dieses Abkommen als Blaupause für künftige Vereinbarungen mit anderen Nachbarstaaten bezeichnet. Also greift sie da nicht etwas vor, was das Parlament sowieso in Arbeit hat? Na gut, da gibt es unterschiedliche Stimmen, wie wir zu dem Grenzverfahren zum Beispiel stehen und zu der Externalisierung, wie es so schön heißt. Das heißt, dass man vor den Grenzen der EU gewissermaßen Türsteher installiert, die dann die Asylsuchenden in der Regel inhaftieren oder missbrauchen wie Libyen. Es gehen auch 60 Millionen an die libysche Seite, dass die dann die Leute dann als Sklaven benutzen, vollkommen egal. Also das, denke ich, ist kein Weg, den man in irgendeiner Weise unterstützt. Stützen kann. Aber ja, genauso geht von der Leyen heran. Sie will genau dem unterstützend zur Seite stehen.
hat ja das auch an sich gerafft, dieses Thema. Und ich denke, das ist natürlich in einem Maße inhuman und ein Bruch auch mit internationalen Konventionen, Stichwort Kinder beispielsweise, aber auch Frauen, wie wir es eigentlich noch nie erlebt haben. Sie sagen, es ist inhuman und es ist ein Bruch mit Konventionen. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass viele Rückführungen nicht funktionieren, selbst wenn es sozusagen rechtsstaatliche Verfahren gegeben hat und der Migrationsdruck in Deutschland steigt. Die Kommunen schlagen Alarm. Die Zahlen in Deutschland sind auch in diesem Jahr enorm hoch. Was schlagen Sie vor, um die Zuwanderung sonst besser in den Griff zu bekommen? Weil das, was bisher geschieht, reicht ja offensichtlich nicht aus. Also nach der Genfer Flüchtlingskonvention sind natürlich Geflüchtete aufzunehmen. Das muss man jetzt mal sagen. Wegen sexuellem Missbrauch, wegen Zwangsverheiratung, wegen Sterilisierung von LGBTIQ beispielsweise oder aus Kriegsgründen, ja, und anderes. Also da sollten wir keine Luft dran lassen. Und deshalb glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, sich an diese Dinge zu halten und nicht hin und her zu agieren und sich dort rauszulancieren. Das klingt jetzt nicht nach einem Argument für Steuern von Migration? Migration steuern kann man, indem man beispielsweise festlegt, alle Mitgliedstaaten nehmen auf. Es gibt ein verbindliches das Verfahren. Das funktioniert ja seit Jahren nicht. Vielleicht ganz kurz noch, das kriegt man ja nicht gelöst. Ja, aber wir sitzen an einem neuen Paket. Da könnte man es auf jeden Fall unterbringen. Und diese Mehrheiten gibt es nicht. Aber wir kämpfen trotzdem darum. Vielen Dank, Cornelia Ernst, für das Gespräch hier live bei Phoenix aus dem Europaparlament in Straßburg. Und damit zurück zu Julia Grimm.